Hallo, ich bin's, Neubit. Ich bin der Bruder von Phantom Foxy. Und ich bin wieder in seiner Welt an diesem Tag hier. Und ich möchte zeigen, was ich so mache in seiner Welt. Denn ich, Neubit, bin noch nicht so lange in seiner Welt. Aber ich möchte euch zeigen, was ich mache, weil er möchte das Resultat nachher sehen. Deswegen gebe ich mir sehr viel Mühe. Und ich, Neubit, wünsche euch allen noch sehr viel Spaß. Bis gleich. So. Jetzt muss ich hier wieder was reparieren. Ich habe hier aus Versehen was kaputt gemacht. Hoffentlich reißt ihr mir nicht den Kopf ab. Ja. Ich habe zwar auch Geduld beim Sachen hier reparieren, aber ich habe nicht so viel Geduld wie Foxy. Ich bin eher ein bisschen. Oh, das mache ich aber weg, bevor mir nachher noch der Hals umdreht. Ich habe ihn nämlich gestern oder so. Oder den einen Tag richtig verunsichert. Es tut mir natürlich leid, dass das passiert ist, aber was soll man machen? Ich habe ihn noch nie richtig hier besucht. Und dann baue ich ja auch noch Mist. Ich werde mich auch gleich noch mal ein bisschen baden gehen. Weil ich mich nämlich auch total dreckig. Ja, wenn ich hier ein bisschen was gebaut habe, weil ich möchte ihm ein bisschen stolz machen darauf, dass ich was geschafft habe. Weil er möchte nämlich, dass ich hier auch ein bisschen was mache. Habe ich ihm nämlich versprochen. Boah, cool, ein Leuchtfeuerbaum. Das hat er mir noch nicht gezeigt. Das ist ja geil. Hä, was hat er da gemacht? Das Endportal ein bisschen kaputt. Er hat ja gesagt, er hat hier mal den Ender Dragon umgebracht. Ja, das stimmt. Das hat er ja auch, hat er mir mal erzählt, aber. Hier. Jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen in den. In Pool gehen, wo er drinne sonst immer drin ist. Jo, hier ist er. Hui. Oh, schön baden. Schön schwimmen. Und mal wieder was reparieren. Warum hat er hier einen Pool aus Erde? Oh, erstmal ein bisschen schwimmen. Hier in seiner Welt. Dann erstmal hier noch ein bisschen sauber machen, mich ein bisschen abspülen. Jetzt fühle ich mich wieder sauber. Boah, ich fühle mich wieder gut. Oh Mann, ich bin an der falschen Stelle rausgekommen. Jetzt ist es richtig, das ist gut. Kennst du mich überhaupt nicht? Das ist auch kein Problem. Du Panda.
Und er hat zu mir gesagt, ich soll seine Pandas manchmal auch füttern. Oh süß, ich habe dafür gesorgt, dass der Panda ein Baby kriegt. Boah, das ist ja toll. Jetzt hat der Panda ein Baby gekriegt hier. Oh, das muss ich nochmal schnell stopfen hier, bevor die dann noch rüberfallen. Das hat er mir ja gar nicht gesagt. Warum muss mein Bruder Foxy immer nur sowas vergessen? Mann, 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 ey. Das regt mich immer so an ihn auf. Er baut irgendwas und dann... Boah, Alter, nee. So. Jetzt gehe ich erstmal wieder nach draußen. Guck mal hier. Oh, die Stelle muss ja noch auch gemacht werden. Der hat schon viel versäumt, hat er. Viel versäumt. Muss vorher etwas klug sein, die Erde in die Hand nehmen. Und nicht ohne Erde das machen. Mein Gott, ey. Naja, so ist Foxy aber auch. Vergiss nicht. Ich auch. So. So. So, ist gut. Das habe ich jetzt gemacht. Das kann ich Foxy ja ausrichten, was ich gemacht habe. Ja. Ich werde ab und zu mal hier zu Besuch kommen und mal Foxy helfen, wenn er mal Ruhe braucht. Er schläft im Moment. Er ist so kaputt. Er hat zu mir gesagt, er schläft erst mal 2 Tage. Dann gehe ich mal nach ganz oben und schaue mir das an, was Foxy schon mal gebaut hat und was ich Lolbit ein bisschen besser gemacht habe. Oh, das sieht ja geil aus. Boah, cool. Er hat bestimmt richtig viel Zeit reingesteckt. Die Stelle hier, die muss er auch noch mal machen. Das sieht auch nicht so gut aus. Das passt noch nicht zusammen mit allen Sachen hier.
das Portal hier hat auch ein bisschen kaputt gemacht. Aber es funktioniert noch. Und hier ist der Leuchtfeuerbaum aus Schnee. Ja. Boah, diese komischen Geräusche, die klingen ja richtig ekelhaft. Gibt's hier irgendwo noch was im End? Nee. Ah, da hat er noch ein bisschen Erde hingemacht. Das ist geil. Das ist super. Dann werde ich erstmal wieder zurückgehen. Warum bin ich hier, wo er geschlafen hat? Ja, weil wir beide Brüder sind. Ich, Neubit, und mein Bruder Foxy, Phantom Foxy. Er ist ja mein Bruder. Wir sind ja beide gleich, aber unterschiedlich. Das nervt doch, dieser Mist hier. Ah, das ist ja das Haus von den YouTuber Reggie. Hier. Steh mal auf, du fauler Sack. Du kannst woanders pennen. Ich kann es nicht verstehen, wie Foxy es nur mit diesem faulen Pandas aushalten kann. Steh auf. Es wird hier nicht geschlafen. Er hat mir mal erzählt, er hatte hier zwei Hasen gehabt. Ah, da sind ja die beiden Hasen. Er hat gesagt, die beiden heißen Reggie. Alter. Boah. Ich kann es immer noch nicht fassen, was er alles gebaut hat. Das sieht zwar auch nicht so perfekt aus, aber das reicht doch für den ersten. Ich brauche ja mir noch nicht alles angucken. Mal sehen, was er da mit der Lore gemacht hat. Der gesagt, dahinter hat er auch mal was gehabt. Auch mal was gehabt. Geil. Ui. Gleich kommt noch eine Runde. Geil, was er sich alles so aufgebaut hat. Oh, cool. Ui, das macht Spaß. Was hat er sich Geiles denn hier so aufgebaut, ey? Alter, geil. Dann werde ich ja mal schlafen gehen, weil ich bin auch schon langsam müde. Ja, da hinten. Ins Gästehaus. Ich gehe dieses Mal über die Treppe. Ja, jetzt kann der Panda ruhig faul sein. Sonst gibt's nämlich eins auf den Dötz.
Gute Nacht, bis morgen. Schlaft gut. Ja, guten Morgen. Ich bin wieder wach. Oh, geil. Was habe ich denn da drinne? Eine leere Flasche habe ich hier drinne. Nee, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Musik. Dann kriege ich nur Probleme. So. Rein damit. Und jetzt gehe ich weiter. Oh, das habe ich ja noch nicht gesehen. Oh. Oh. Jetzt kriege ich wahrscheinlich Ärger. Scheiße. Ach, du nervst. Ich mag keine Lamas. Boah, Alter, geil. Was hat er hier Blumen reingemacht für Bienen? Geil. Dann werde ich das erstmal dann noch hier entsorgen. Das brauche ich nicht. Ja. Dann gehe ich jetzt erstmal wieder nach hier hinten. Vielleicht hat Foxy sich ja wieder beruhigt und sich ausgeschlafen. Weil ich wollte einfach nur seine Welt erkunden, habe ich gesagt. Ja, hat Spaß gemacht. Alter. Boah, alter Falter, muss ich lang gehen. Das macht mich so richtig müde, ey. Wo muss ich denn lang gehen, dass ich da hinkomme? Oder muss ich mal wieder herumfliegen? Mal wieder. Ich, Leubert, werde nämlich nachher gucken, was mit Foxy so los ist. Ob er wieder Lust hat, dass ich mal wieder zu Besuch komme oder ob ich es lassen soll. Wo ist denn jetzt das? Ich finde mich hier gar nicht zurecht. Wo bin ich jetzt? Ach, muss ich doch wieder fliegen. Toll. Oder wo? Oh. Ja. Wo bin ich jetzt? Ah. Da hätte ich ja lange suchen können. Da hätte ich ja lange suchen können. Das ist ja da hinten. Da hätte ich ja lange suchen müssen. Warum habe ich nicht gleich darauf gehört, als er mir gesagt hat, dass es hinten bei den zwei Bambus-Dingern ist? Jetzt bin ich wieder hier. Ich spüre seine Anwesenheit. Seine Aura spüre ich.
Und wie komme ich denn hier wieder rein? Das ist irgendwie auch komisch, weil ich habe nämlich mal einen Eingang hier gesehen. Oh, geil, ey. Langsam wird es schon Zeit, dass er wieder rauskommt. Dass er sich beruhigt, aber er hat sich schon wieder beruhigt. Nur er braucht meistens immer ein bisschen Zeit für sich und dann beruhigt er sich wieder. Und dann geht es ihm auch wieder gut. Autsch, ey. Wo ist das jetzt? Klopf, klopf, Foxy. Bist du drin? Ja, das bin ich. Ja, mir geht's wieder besser. Und wie war meine Welt? Oh, die war richtig geil. Boah. Oh, Foxy, mir hat deine Welt wirklich gefallen. Ich hätte nie gewusst oder gedacht, dass du so eine Welt hier hast. Mit so vielen schönen Sachen. Da kannst du mal sehen, Leubet, was ich alles so hab. Ich wollte nur sagen, Foxy, langsam wollte ich mich schon verabschieden. Danke, Leubet, dein Besuch war schön. Mir geht's wieder besser. Ich tue alles für meinen großen Bruder. Danke, Leubet, du bist mein kleiner süßer Bruder. Oh, Foxy, das ist nett von dir. Schleim jetzt bitte nicht rum. Das wird mir ein bisschen zu peinlich. Und bei euch verabschiede ich mich erstmal hier. Mit Foxy geht's jetzt erstmal weiter. Weil er macht gleich weiter. Ich verabschiede mich bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Foxy ist gleich wieder da. Erstmal muss er sich wieder beruhigen. Hat er schon. Danke, Lorbit, für deinen Besuch. Bis später. Alles klar, Foxy. Tschüss, bis nächstes Mal. Ja, tschüss, Lorbit. Danke für den Besuch, bitte. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Lorbit. Bis nächstes Mal. Puh, ich habe mich ausgeruht. Jetzt geht's mir wieder besser. Das mit Lorbit war richtig geil. Hallo, ich bin's, Foxy. Ich bin wieder da. Ich habe mich wieder beruhigt. Es geht mir wieder besser. Und dass Lorbit zu Besuch war, das war richtig geil. Und Leubit hat in End auch ein bisschen was gebaut und ein bisschen was fertiggestellt. Und das werde ich mir jetzt angucken. Wenn ich gleich wieder da bin, dann stehe ich vor dem Endportal. Mann, 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 ey. Da hat Leubit mal wieder so ein Riesenloch hier reingeschlagen. Mann, ey. Mann, 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 ey. Das kleine Loch war auch gut, aber das große ist besser. Da hat Lorbit wirklich gute Arbeit geleistet. Boah, Alter. Ich komme, meine Pandas. Ich komme.
Boah. Dann werde ich mal gucken, was Loibet gemacht hat. Hä? Das war ja vorher nicht. Aber ich guck mal hier, da. Alter. Schon ein bisschen besser geworden hier. Boah, cool. Hier war doch vorher nichts mit so einer Abgrenzung hier. Oder war das vielleicht doch? Ich habe keine Ahnung. Dolbert weiß das besser. Ich nicht, teilweise. Ja. Hier. Das war vorher nicht, glaube ich. Oder vielleicht das da hinten, ja, das da hinten könnte sein. Ich weiß es nicht mehr, aber das Neubett hier zu Besuch ist, das war richtig geil. Ich habe schon viel. Vorhin, als die Aufnahme nicht lief, habe ich mich mit Leubit noch mal eine Runde unterhalten. Leubit hat alles erzählt, was er bei mir gemacht hat, mein kleiner Bruder. Ich bin der große Bruder von Leubit. Leubit ist mein kleiner Bruder. Ich bin der große Bruder. Ja, und, boah, cool. Dass Leubert hier alles Mögliche gemacht hat, das ist richtig geil. Muss ich echt sagen. Ja. Und das war's langsam schon. Boah, cool, ey. Hammergeil. Was soll das denn? Hä? Hä, da war doch noch kein Leuchtfeuer vorher. Ah, das war Leubit. Leubit hat ein Leuchtfeuer eingebaut. Das bleibt da drinnen. Für immer und ewig. Ich sag nur, ich find's geil hier, wie das hier ist. Im End. Da wollte ich nochmal kurz nachgucken. Es ist gut. Gut zu sehen. Jetzt gehe ich nach Hause.